Nein. Na, der Chef. Morgen. Jungs, seid ihr heute mal arbeiten? Ja, natürlich. Absolut. Absolut. Darf ich mal den Aufzug benutzen? Du darfst auch winken, mal ganz kurz. Das ist immer unser Chef. Endlich mal Kompetenz, ja? Im Fahrstuhl. Richtig. Du warst doch Bremen-Fan, oder? Werder hat einen souveränen Heimsieg gemacht und ist damit durch. Bist du durch jetzt? Naja, wir planen jetzt schon für Europa League, nachdem wir jetzt DFB-Pokal souverän gewinnen. Läuft. Okay. Weitermachen. Raus. Hey, Fabi. Moin, Herzi. Moin. Boah, der war gut, ne? Ach, absolut. Ja, ganz anders als in der Bundesliga. Das war irgendwie komisch. Was meinst du? Naja, also Bremen gewinnt auf einmal gegen Wolfsburg. Ja? Also ich glaube, es liegt daran, dass man da jetzt einfach ganz anders trainiert und auch die Fans dran teilhaben lässt. Fans, die haben gestern bei Abstiegstraining war schon dabei. Abstiegstraining? Da muss man ja fast froh sein, dass sie am Dienstag im Pokal gegen die Bayern gar nicht erst absteigen können. Ja, aber da hat Viktor ja auch eine klare Meinung zu. Dienstag ist auch ein attraktives Spiel. Ja, attraktiv war das, was Wolfsburg in der Woche abgeliefert hat, jetzt aber nicht gerade. Oder wie Dieter Hecking es ausdrückt? Ich denke, war eine kribbelige Woche, so was man so mitbekommen hat. Ja, kribbelig wird es jetzt langsam auch für Stuttgart. Wie geht's weiter, Jürgen Krammi? Sollten wir deutlich anders machen. Ja, wir müssen ja jetzt nicht mehr viel anders machen. Ne? Unsere Noten werden jetzt endlich akzeptiert. Zumindest gibt es keine Kommentare mehr. Naja, stimmt nicht so ganz. Also ich habe die Woche schon ein paar entdeckt. Was? Ist das dein Ernst? Mhm. Das kann nicht wahr sein. Jetzt holen die uns nicht wieder auf ihren Lorbeeren aus oder was in der Redaktion? Offensichtlich. Das kann nicht wahr sein. Da muss ich einschreiten. Das ist doch... Gibt's doch nicht. Was mit dir? Na, ich fahr noch ein bisschen. Ha! Da ist er. So. Servus, Herz. Adrian, grüß dich. Pass auf. Folgendes Problem. Letzte Woche hat sich kein einziger User über die Noten beschwert. Ja, zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Sehe ich genauso. Aber in dieser Woche fängt alles wieder von vorne an. Ach komm. Ja klar, wieder Kommentare. Wahnsinn. Kannst du mir das erklären? Gerne. Auf geht's. Hallo Adrian. Vergangene Woche haben die Spox-Notengeber einen einwandfreien Job abgeliefert. Auch an diesem Spieltag hält sich die Kritik in Grenzen. User Fly wie Adler geht es bei den Bayern-Noten lediglich um Nuancen. Coman kommt mir hier zu schlecht weg. Er war in der ersten Halbzeit der Einzige, der etwas versucht hat, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Er hatte meiner Meinung nach viele recht gute Dribblings und war locker besser als Costa, welcher auch eine 4 hat. Eine 3 bis 3,5 müsste hier passen. Der Rest ist gut. Ja, danke erstmal für das Lob, dass der Rest gut war. Auch die Note von Coman ist vertretbar, und zwar in dem Sinne, dass er zwar viel versucht hat, aber letztlich halt nichts bei rumgekommen ist. Er hat halt viele Dribblings gemacht, ist kopflos in die Gegenspieler reingelaufen, hat insgesamt nur 20% Zweikämpfe gewonnen und dementsprechend ist einfach die 3,5 als Ausgangsnote nicht mehr zu geben. Danke Adrian. Du hast eindrucksvoll bewiesen, dass du kein Notenwürfler bist. Ja, Herzi, vielen Dank, aber du hast da wohl hoffentlich auch nichts anderes erwartet. Mann, ey, Stuttgart. Boah. Was ist so? Herzi. Hey. Alles gut, oder? Ja, schon gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, was ist denn Stuttgart, was ist mit denen los? Die gewinnen nicht mehr, irgendwie dann Gladbach kann auswärts nicht mehr spielen, ich verstehe die Bundesliga halt nicht mehr. Egal, hier komm. Ja? Ja, egal. Cool, da Kaffee? Na, egal. Was ist los? Ja, jetzt warte mal. Es ist fast wie beim VfB. Da wollte ich nämlich gerade anfangen. Ja, die haben seit dem Spiel gegen Hoffenheim jetzt seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Ist da der Krammi-Effekt schon so langsam verpufft? Ich glaube, der Krammi-Effekt war nie so wirklich da eigentlich. Also die haben zwar am Anfang recht gut gespielt und hatten da auch eine ganz gute Serie am Anfang, aber inzwischen geht da echt gar nicht mehr. Also ich habe mir das Spiel am Wochenende auch angeschaut und das war ja eine Vollkatastrophe. Ich habe den VfB lange nicht mehr so schlecht gesehen. Da war ja echt fast gar nichts da. Der Spielaufbau hat nicht funktioniert. Und hinten raus gab es diese Querschläge von Niedermeyer und diese Spielaufbaufehler. Eine Vollkatastrophe. Von dem her, absolut Krammi-Effekt. Nie da gewesen, schon wieder weg. Und das Ding ist ja, zudem gewinnt jetzt auch noch Bremen. Also wird das für die nochmal eng? Beim VfB wird es brutal eng. Sie spielen jetzt in Dortmund. Zu Hause gegen Dortmund, was natürlich auch alles andere als ein Dreier ist. Und dann hast du das entscheidende Spiel gegen Bremen schon. Und
Wenn du da verlierst, dann rückst du auf den Relegationsplatz, spielst dann noch gegen Mainz und gegen Wolfsburg, in Wolfsburg vor allem. Dann wird es extrem schwierig und ich glaube tatsächlich, dass der VfB auf dem Relegationsplatz landet. Und Schalke? Schalke ist natürlich, Schalke ist Schalke. Also da ist das Umfeld immer extrem hektisch und was jetzt da noch dazu kommt, ist natürlich diese Posse um Trainer und zusätzlich noch Manager. Es heißt ja schon, dass dass Heidel mit Breitenreiter nicht so zufrieden ist und da irgendwie gerne eine andere Lösung hätte. Der Weinziel soll ja bereitstehen. Weinziel soll bereitstehen, weiß ich jetzt nicht. Also kann ich ganz schwierig einschätzen von extern. Die letzten Spiele waren natürlich echt auch nicht wirklich schön, was da abgeliefert wurde. Die hatten zwar zwei, drei gute Spiele, aber alles in allem ist es natürlich deutlich zu wenig. Da vorne krabbeln sie sowieso schon alle mehr oder weniger in der Gegend rum. Schalke mit 45 Punkten müssen eigentlich froh sein, wenn sie jetzt in die Europa League kommen. Und mit dem Kader ist natürlich, sollte mehr drin sein eigentlich. Bei mir ist glaube ich nicht mehr drin. Meinst du nicht? Danke. Kein Ding. Herzi, hallo, hi. Herzi, hi. Aha, hey. ich muss doch wieder, oder nicht? Was? Naja, Samstagabend. Topspiel, Schalke. Ja, ja, Schalke spielt, ja. Aber Bayern spielt ja nicht. Ja, aber gegen wen soll ich denn dann spielen? Wir haben doch hier keine Leverkusen-Fans. Nochmal, ganz kurz, du bist wirklich Leverkusen-Fan. Ich bin wirklich Leverkusen-Fan. Seit Bernd Schneider. Sowas gibt's wirklich. Ja? Sehr gut. Ja, du denkst, du hast eine Chance gegen Lisa heute. Ich weiß es nicht, aber nach deiner Leistung von letzter Woche hoffe ich doch, dass da was gehen könnte. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ja? Leverkusen auswärts mal sehen. Ja, und, Lisa, du weißt, bei der Niederlage musst du was? Singen. Richtig, sehr gut. Alles klar, viel Spaß. Ja! Der Chilene. Was ist passiert? Arangis mit dem 1-0. Der Comebacker. Das liegt an der Unfähigkeit meiner Spieler. Ja, Stimme schon gehört, ja. Oh. Ja, wirklich, ist echt eine Qual. Das sagt schon der Schalke-Fan, ja? So, jetzt. Geh ab. Wo bin ich? Guck, ich weiß schon wieder, wie mein Spieler steht. Auf dem Mexikaner ist verlassen. Jungs, ich kann einfach heute nicht singen. Das ist mir zu peinlich. Nee, weil ich meine Mannschaft schon wieder voll bloßstelle. Elfmeter? Nee. Ja. Ei. Völlig zu Recht. Ja, vielleicht muss ich zugeben, dass es. Du wolltest doch nur den Wechsel forcieren. Ja. Rot! Rot auch noch. Ich dachte, man will die Doppelbestrafung abschaffen. Das ist einfach bestrafen. Boah, Leute, nee, die Woche geht schon wieder nicht gut los. Da finde ich alles nicht gut. Jetzt führst du zumindest noch Acker. Hast du aber auch nicht hingelangt. Ja, ich glaube. Oh, nur das jetzt. Nee, Kinders, komm. 3-0 hört sich noch echt annehmbar an. Oh. Ui. Ui. Da haben die Leute so lange auf Highlights gewartet. Also, darf ich jetzt gerne auch das einmal Latte am Stück. Rufen wir den Herrn Möhle zurück. Ja, Legende. So, was haben wir? Da kann man auch mal abpfeifen. Überlassen wir ihr die Bühne, ne? Denn sie darf wieder singen. Kennst du den Mythos vom Schalker Markt? Die Geschichte, die dort begann. Der FC Schalke wurde Legende. Eine Liebe, die niemals endet. Jetzt kommen die Feuerzeuge. Oh. Ja, das reicht für heute. Das reicht.
Passt schon. Bist auch mal in der Webshow. So.